Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, vielleicht sogar eins der ersten 2020, zusammen mit natürlich einem Special Guest, dem Jan. Hi! Hi! Wird ganz oft auf meinem Kanal noch hier in diesem Jahr am Start sein. Wir probieren heute zusammen auf beiden Kanälen, also unbedingt bei dem jeweils anderen rechts und beim i vorbeischauen, den MyClub-Modus in PES aus. Wir wollen ein bisschen mehr PES in nächster Zeit bringen. Falls ihr da Tipps oder Ideen habt oder Vorschläge, was wir da mal antesten sollen, anzocken sollen, dann werden wir das gerne zusammen machen. Schreibt uns das unbedingt in die Kommentare bei Jan oder bei mir. Und jetzt, heute fangen wir an mit MyClub. Ich habe keine Ahnung von dem Modus, ist so ähnlich wie Ultimate Team. Wir wissen beide nicht, was uns erwartet und ja, hast schon auf Start. Nee, wir starten jetzt rein. Ich halte den Controller in die Kamera. 3, 2, 1 und yo. Ich habe Angst, was passiert? Ich habe keine Ahnung. Es lädt erstmal. Wir haben beide noch nie MyClub gespielt. MyClub. MyClub, ja. Oh mein Gott. Erste Live-Aktualisierung. Ja, bei mir ist auch Editierdaten und so. Richtig spannend. Willkommen. Okay, Nationalität, ja. Schon gut, mal dass Albanien. Ich dich so gut kenne. ja, bei mir auch. Wo ist denn Deutschland? Ich finde es nicht. Oh, Alter, Heimatort. Was? Ja, Braunschweig gibt's. Warte mal, bevor du jetzt drückst, will ich mal sehen, was es hier alles. Alter, Erlangen gibt's. Fürth, Junge. Das ist richtig krass. Das ist übrigens alles bei mir so in der Nähe. Ich bin gerade so. Warte, ich muss mal gucken, ob es auch den Ort gibt, wo ich wohne. Nee, gibt's. Was nehme ich denn jetzt für ein Team? Nee, gibt's nicht. Ja, ich nehme einfach Fürth. Geil. Okay, als Team nehme ich, ja, Bayern oder nicht? Bei mir auf jeden Fall Bayern am Start. Also ich bin FC Mike Army. Alter. Ach du Scheiße. Liste von verfügbaren Leihspielern. 4, 2, 3, 1. Alter, wie ist denn die, wie sind denn die Formationen? Wenn ich 4, warte mal, 4, dann habe ich 3. Hey, ich weiß gar nicht, was ihr machen müsst. Soll ich jetzt hier Seltenheit, also so ein silberner Ball? Warte mal kurz auf mich. Dann warte mal kurz auf mich. Mach kurz einen Cut, bitte. 4, 2, dann habe ich 3, 1. 4, 2, 3, 1 nehme ich. Das ist perfekt. Genau so wollte ich das. Okay, Profivertrag unterzeichnen. Okay, was machst du jetzt hier? Liste von verfügbaren Leihspielern. Ja, okay. Die Seltenheit ist alles dasselbe, aber ich weiß nicht, was denn der silberne Ball, was soll mir das sagen? Ja, der silberne Ball, der sagt dir quasi aus, glaube ich, welche, dass die halt den Seltenheitsgrad, ne? Die sind halt extrem selten. Ja, die sind ja eh alle gleich. Die sind extrem selten, alle die Spieler. Und wir dürfen uns jetzt quasi aussuchen, ob wir uns einen extrem guten seltenen aussuchen, für halt nur 4 Vertragsdauerspiele wahrscheinlich, oder halt so einen schlechteren seltenen. Und wie viele dürfen wir davon nehmen? Einen wahrscheinlich. Einen? Ja. Ja, ich guck mal, also... Also ein scheiß Verteidiger oder so, also nichts gegen die Verteidiger, aber man wäre ja schon ein Spieler, der irgendwie was. Hast du, das ist interessant zu wissen, hast du die gleichen wie ich vorgeschlagen? Das. Also ich habe Aguero, Hazard, Van. Ja, Van Dijk. ja, okay, dann sind es die gleichen, ja. Boah, ich weiß nicht, Lewandowski wäre halt schon geil. Ich weiß halt nicht, was für ein Team ich machen will, ob ich ein deutsches machen will oder irgendwie in die andere Richtung gehen will. Ich weiß gar nicht, ob das. Kann man das so machen? Form, ich habe keine Ahnung halt. Ich vergleiche das jetzt so ein bisschen mit Ultimate Team halt, das ist so das Ding. Ja, ich weiß nicht, ob man das machen darf. Ja, das werden wir jetzt gleich mal sehen. Ja, komm Leute, ich nehme Robert Lewandowski einfach. Hauen wir raus. Ja, richtig so gute Spieler. Geil. Siehst du, und da jetzt sind die Bälle weiß und Bronze und so, und dann. Hast du. Wie viele Bronze hast du? Einen. Ja, ich auch. So einen komischen 72er. Was? Ich habe nur 72. So 72 habe ich gesagt. Ja, ich. Ich habe 72er. Genau. Was? Nur 72 habe ich. Ja, erstmal weiter drücken. Ich drücke erstmal weiter. Ich habe mir auch egal. Hingeil ist 69 habe ich. Was? War schon Standardaufstellung, ich kann dir gar nichts rumdrücken, hä? Ja, weil du hier. Das ist quasi immer noch Einführung. Wir drücken aber alles durch mal. Einfach mal alles durch und dann probieren wir jetzt quasi selbst reinzufinden. So Agenten. Ja, okay, hier, siehst du, guck, hier steht es jetzt. Wasche. Mit den Bällen. Klick mal weiter, bis du bei den Bällen bist. Les einfach nicht durch. Wir probieren es quasi selbst dann zu erklären. Verpflichtungsbedingungen. Also das ist die Reihenfolge quasi. Weiß ist der schlechteste, dann Bronze, dann Silber, dann Gold und dann Schwarz. Und jetzt kriegen wir offensichtlich einen goldenen oder was?
was. Nee, wir kriegen gar nichts. Doch. Liste der Ziele. Hä? Ja, das ist ein tolles Ziel, aber man kann, glaube ich, damit nichts anfangen. Ja, was muss ich jetzt hier drücken? Ich habe keine Ahnung. Anzeige ändern. Hä? Keine Ahnung. Nee, bringt mir auch nichts. Was muss ich denn hier drücken? Ja, wir sind gefangen im Spiel. Ja, ich glaube auch, ey. Ich geh mal auf zurück jetzt. Egal. Ganz zurück, dann kannst du wieder so einen Agent verpflichten. Okay, jetzt krieg ich irgendwas. Ich krieg jetzt einen Spieler, glaube ich. Argentinien. Goldener Ball. Ja, das ist, wie ich schon gedacht habe. Oh, echt? Kommt er jetzt hier so De Rossi. Pack ziehen? Ja, aber das sieht viel cooler aus. De Rossi. Habe ich. Oh, nice. 36 ist er. Ich hab einen guten Spieler habe ich. Lukas von Lazio, wer ist das denn? Was? Der ist viel besser als mein. 32, Spielstil der Zerstörer. Was? Das ist bei mir Defensivakte. 36, alter Junge, der stirbt direkt. Ah, jetzt oh, im Bayern-Trikot. Ja, jetzt hier so im Wolfsburg-Trikot. Also gut. Okay, dann weiter. Ich will echt so wenig wie möglich lesen, sondern mich selbst da reinfinden, weil das ist ja so ein bisschen hier an diesem Format vielleicht auch schon klar. Ich krieg wieder einen neuen Spieler. Alles klar, ich auch. Tadellose Transferhandel. Ey, ich bin so gut auf jeden Fall hier am Transfermarkt. So weißer krass. Ball, ja, okay, kannst vergessen. Wer ist das? Naja, Scouting-Team. Ja, das ist so ein... Boah, eine 64, den wollte ich schon immer mal haben. Ja, im Bayern-Trikot und so, geil, habe ich mich schon immer drauf gefreut. Er fehlt bis jetzt irgendwie so, dass sie mir sagen, was ich hier für Echtgeld kaufen kann. Ja, wahrscheinlich hinten bei Extras oder so. Vereinsgründung, ey. Ja! GP-Punkte. Ja, die Bonus sind richtig gut. Tag. Oh, fertig. Oh, guck mal, wenn du ich bin durch jetzt. So, 10 Tage lang irgendwie in Folge so die ganze Zeit online bist. Ich bin durch sagst, jetzt aber. Ja, ich auch, glaube ich. Ja, da hole ich mir erstmal die GP-Punkte ab. MyClub-Münzen sind das. Alter, fuck, wir haben die... Haben wir eine krasse Edition oder so? Warum? Nee, haben wir wahrscheinlich nicht. Wir haben noch keine krasse Edition. Ich habe hier Messi und Ronaldinho 10 Spiele. Wo denn, hä? Ja, man kann hier Posteingang... sind ganz viele Nachrichten, dann klickst du drauf, dann alle erhalten und dann kannst du die ganzen Sachen abholen. Alter, Ronaldinho, darauf freue ich mich ungelogen krass. Wenn ich den mal spielen kann, ich habe den noch nie gespielt. Und da haben die ja immer in den Trailern, haben die ja immer so richtig krasse Sachen da rausgehauen von Ronaldinho. Und Messi. Geil, finde ich super. Bei mir sind keine Gegenstände vorhanden, steht da. Also ich hatte 24 Gegenstände. Mann, der einzige Bronze-Spieler, ja, der ist auch auf dem offensiven Mittelfeld, wo ich meinen Schwarzen da habe. Ja, ey, war das den Schwarzen? Den schwarzen Ball. Das finde ich gerade auch richtig nervig, weil ich habe nämlich Messi jetzt und Ronaldinho. Und Messi hat auf dem Rechtsaußen nur 88er Bewertung und offensives Mittelfeld halt der 95. Aber in offensives Mittelfeld würde ich eigentlich gerne Ronaldinho einsetzen, weil der auch offensives Mittelfeld spielt. Okay, was können wir jetzt hier alles machen? Also ich mache erstmal gerade meine Auswechselbank richtig. Ja, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Mannschaft habe ich jetzt schon mal gemacht. Also, was, das wäre lustig. Scout, Trainer, Live-Vertrag. Ja, okay, pass auf. Also hier kann ich ja MyClub-Mitglieder, da kann ich ja jetzt nicht mehr... Was kann ich bei Training machen? Ich weiß nicht, ob man das so bezahlen muss. Hier steht Erfahrungspunkte 2000 oder so. Ich wähle einfach mal alles an. Einfach mal machen. Ja, aber halt nur bei den Bronze- und bei dem Goldspieler, weil die anderen, die brauche ich jetzt nicht trainieren, da kaufe ich mir sowieso neue Sachen. Wenn ich jetzt zurückgehe, nee, das hat mir nichts abgezogen. Okay, hier kann man sich für echt Geld was kaufen. Im MyClub Shop, gucken wir mal rein. Ja, man kann sich so MyClub Münzen kaufen. Für 100 Euro, 12.000. Was? Digga, das ist ähnlich wie bei FIFA. Okay, wenn ich auf Agent drücke, was passiert da? Ich gucke jetzt mal ein bisschen durch, was man so alles machen kann. Sammlerkiste, was ist das denn, ey? Spezialagent, Top-Agent. Ah, okay, hier kann man Kisten kaufen. Oder halt so Agenten, das heißt halt hier Agent quasi so. Und durch die Agenten kann man... Spieler... Ja, genau. Aber es gibt Sachen, die kostenlos sind. Lass sie mal aufmachen. Echt, wo denn? Bei Sammlerkiste? Bist du, nee, bei Spezialagent. Also 4 Sachen habe ich zur Auswahl. Was? Okay, ich habe kostenlose Sachen. Also Leute, schaut bei mir vorbei, ich öffne die jetzt. Hä, Alter, was für ein... Hä? So unfair, ich habe
Ich kann das auch nur... Ah, lol. Hier kann man... Jetzt verstehe ich's. Hier kann man, wenn man draufklickt... Aha. Ja, aber ich kann... Kann ich das denn öffnen? Nee, oder? Also ich klicke hier nur mehr... Mittelfeld, Verteidiger, Torwart... Ich klicke hier zwar mehr angezeigt und man kann hier quasi sehen, was man ziehen kann. Man hat hier so quasi die Auswahl, okay, das und das könntest du ziehen. Ja, aber warum kann ich das jetzt nicht öffnen? Das ist hier Spannung. Okay, also ich öffne mein erstes. Ich habe da irgendwie 3 von oder so. Oder 10, ich weiß es nicht. Da stehen einmal steht 3, einmal steht 10 da. Okay, goldener Ball schon mal, das ist gar nicht so schlecht. Und es ist... Wer ist das denn? von Nikola Maximovic. Max, ja, kenne ich nicht. Aber scheint interessant zu sein. Ich werde jetzt erstmal ein paar Spieler ziehen und dann mache ich dich fertig im Spiel. Kann ich jetzt hier sogar auswählen oder habe ich die alle 3 jetzt bekommen? Habe ich die alle 3 bekommen? Krass. Tatsächlich, man bekommt 3. Ah, interessant. Ja, machen wir mal ein bisschen auf hier. Machen wir mal das noch auf und dann machen wir nochmal das ganz hinten auf. Und die restlichen machen wir dann in der nächsten Folge dann. Frankreich, das ist auch nicht schlecht. Aber nur ein silberner Ball. Kenne ich nicht. Okay, Leute, dann machen wir das hier noch auf. Ich glaube, da ist was richtig Gutes jetzt drin. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich nur einen der guten Spieler ziehen. Lol, es gibt auch MyClub Co-op, gibt's auch. Also nicht nur, dass man Freundschaftsspiel ist, sondern wir können auch... Irgendwie kombinieren sie ihr Team mit anderen Teams. Das ist ein Bayern-Spieler. Das passt perfekt. Es ist Thiago. Thiago Alcantara haben wir einfach gezogen gerade. Lol. 88er Thiago. Kann man machen. Aber das war der einzige Blackball quasi, den ich hatte. Aber habe ich schon richtig verstanden. Okay. Das ist interessant. Das heißt, wir haben jetzt noch für das nächste Video... 8 solche Bälle, die wir ziehen können. Und da werden wir in dem nächsten Video, vielleicht auch ein übernächstes, je nachdem, wie ihr da Bock drauf habt, da noch ein bisschen weiterziehen. Jetzt gucke ich mich weiter um und schau mal, was es hier noch so gibt. Verhandlungen, Leihverträge kann man machen. Was ist das denn? Man kann Spieler leihen. Ach so, dass man die dann wieder nur für einen bestimmten Zeitraum hat. Hey, das ist aber voll cool eigentlich. Du kannst quasi sagen, von deinen GP-Punkten, du zahlst irgendwie 4.000 oder 3.000, je nach Spieler, und hast dann für 10 Spiele halt einen besseren Spieler halt einfach. Dann kann man natürlich hier Taktiken von Zidane, von Guardiola und so. Muss man aber erstmal... Nee, kann man theoretisch von MyClub-Münzen kaufen, aber da habe ich nicht so viele. Also das mit dem Trainer, das können wir noch nicht machen. Da verlangen die ja richtig viele Münzen für, Alter. Was haben die denn genommen? Okay, Leute, wir haben jetzt, hier sieht man schon ein paar mehr Spieler. Man bekommt immer 3 pro diesem Agent, außer jetzt bei diesem einen Blackball-Pack. Dementsprechend können wir die Mannschaft nochmal ein bisschen aufrüsten. Wir müssen gleich nochmal gucken mit Jan, ob wir jetzt gegeneinander spielen oder miteinander. Denn hier gibt es offensichtlich auch einen Koop-Modus. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir uns da quasi connecten. Aber ich wechsle jetzt meine Mannschaft schon mal ein bisschen durch, dass ich ein gutes Team habe. Falls wir gegeneinander spielen, dass ich halbwegs gerüstet bin. Ich weiß nicht ganz genau, wie das auf Chemie hier ankommt. Also der Teamgeist sinkt immer mehr, trotzdem ich bessere Spieler hier reinpack. Die Frage ist, oh scheiße, jetzt habe ich es vertauscht. Frage ist der Teamgeist quasi so darauf bezogen, dass man sagt, die haben Chemie, die passen zueinander. Chemie, oder? Ja, so wie bei, Chemie, wie bei Ultimate Team. Aber ich glaube nicht, ich glaube, das hier ist eher so darauf bezogen, dass man sagt, dass die eingespielt sind. Weißt du, was ich meine? Dass die halt öfter... Desto öfter du mit der Mannschaft quasi so spielst. Weil ich sehe hier nichts von Land und Zugehörigkeit und so und Verein und was weiß ich was. Also es ist quasi eigentlich mehr so random. Okay, Leute, ich hoffe, dass wir das jetzt richtig gemacht haben. Denn es gibt hier ganz, ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber ich habe jetzt einfach einen Spielraum erstellt. Jan ist beigetreten und wir probieren jetzt mit meinem Team, was ja jetzt ein bisschen besser ist,
probieren wir jetzt einfach mal ein Spiel Koop zu bestreiten, wenn das funktioniert. 4 und 3. Die können aber auch ein viel besseres Team haben, das weiß ich auch noch nicht. Ich bin einfach gespannt. Ich habe mit dir zusammen noch nie PES gespielt. Die folgenden Spieler aus dem ihrem Kader wurden für die Partie ausgewählt. Hä? Hallo? Was? Ich habe die Spieler von dir gekriegt. Ich habe David Silva und so jetzt. Ah ja, das ist meiner. Also ich habe quasi die bestmögliche Aufstellung, haben die automatisch aus beiden unserer Mannschaften so gemixt. Boah, Clan-Partie spielen 2000 GP. Ich bin gelb. Punkte. Okay, ich bin gelb und du bist grün. Stimmt, aber meine Controllerfarbe hat sich auch geändert dadurch. Ja, tatsächlich. Okay, gelb-grün, ich bin absolut gespannt, mit dir als absolut Nicht-Profi hier PES zu spielen. Was? Guck mal hier. Ja, nice! Ja. Ah, erstmal ein bisschen rumschreien. Ah, also wir werden jetzt das. Jeden Tag kommt eine neue Folge jetzt. Ey, das macht gerade richtig Spaß. Also, ja, wirklich. Ohne Müll, ich finde das richtig krass. Das war voll überraschend. Also, wir haben ich habe noch nie Pro Evolution Soccer Online gespielt. Ich auch nicht. Scheiße, ich habe da hingepasst. Ah, nee. Naja, doch, also du hast aber schon. Ja, doch, ein bisschen. Ein, zwei Testspiele, so, wenn mir mal langweilig war. Aber das war halt nie irgendwas. Es war halt so ein Schnellspiel. MyClub haben wir beide auch noch nie. MyClub habe ich noch nie gespielt. Es war so ein Schnellspiel einfach, ne? Alter. Digga. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du dem passt. Ich bin auch, glaube ich, in der Steuerung aber viel zu behindert, so, dass ich halt ja, behindert, gar nicht online... Ja, das kommt mir vor. Nein, das aber ohne Spaß, also wenn wir uns da ein bisschen reinfuchsen und das ein bisschen öfter spielen, das dann könnte richtig geil werden. Das könnte in der Fadeins Arena und in der Fadeins Arena könnte ein mega geiles Projekt werden. Also das macht mir gerade richtig viel Spaß. Auch wenn wir gerade nicht so überzeugend spielen. Also Leute, schreibt einfach mal in die Kommentare rein, wie ihr das findet. Abonnieren, falls ihr neu seid. Kostenloses. Quasi natürlich. Gar nicht auf YouTube, zumindest nicht im deutschen Raum. Meinst du? Wenn ihr mal online spielt, ja, denke ich schon. Ja, wir sind wieder mal krass. Nein! Oh, shit. Man hat schon kommen Schuss sehen. Ja. Hey, was sind diese weißen Felder eigentlich da unten? Ja, irgendwie so, wie krass du bist, glaube ich. Also diese Balken, ne? So zwei rote Balken. Diese Balken, ja, aber ich habe 3, also bin ich schon mal krasser als du. Ja, keine Ahnung, was ist das eigentlich jetzt gerade so? Die liegen erstmal eine halbe Stunde da. Oh! Kein Foul? Nee, oh, Foul, krieg ich direkt einen GP von 600. Freischüsse sind übrigens absolut OP. Nice. Toll. Was hat der Torwart gemacht? WTF. Leute, was ich mich schon immer gefragt habe, kann man den Torwart anwählen in PES? Ja, weil du so einen Mundgeruch jetzt hast. Oh! Oh! Oh, wichtiger Pass und Schuss haben wir hier dafür bekommen. die erste Chance. Ja, doch. Alter Mann, die sind immer da. Das ist so nervig. Ich habe so keinen Bock auf die. Guck mal! Alter, du hattest den doch schon und plötzlich ist er wieder weg. Alter. Wollen die mich eigentlich komplett flachsen? Nice. Ja, das war gut. So muss man es machen, das ist die neue Taktik. Ja, Halbzeit. 2-0. Knapp. Oh, boah, hier. Statistik. Krass, ja, das ist echt krass. Boah, hier, warte, was, Gesamtpunkte. Passen. Los. Minus. Ja. Ja, guck mal, Offensivstellung spielt bei mir besser. Sogar lila. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was das ist. Hä, offensive Stellung spielt er nicht. Stand doch da. Ja, ja. Ja, hä, dass du gut stehst in der Offensive. Oh. Immer Freiheit und so. Ja, mach doch! Alter, du rennst in den rein! Ich hab schon rechts war alles frei, was macht er? Läuft nach links! Ich hab Y gedrückt! Zylöner, Alter, nein, das soll es leer! Fuck! Das wird so zweistellig, ich sag's dir! Oh Mann, ey! Jetzt Mitte! Bisschen spät! Oh, nochmal! Was? Was? Oh, Mann, wenn der Pass eine Sekunde früher gekommen wäre, wäre es, glaube ich, ein Tor, weil er hat dann den Hackenpass, der Hackenschuss war zwar extrem cool und auch echt knapp, aber cool. wenn er normal gekommen wäre, wäre er, glaube ich, viel effektiver gewesen. Scheiße, ich habe schon gedrückt. Ja, nice jetzt. Nice. Nein. Ah, okay, ja, lass mal schießen. Bitte du.
Ja. Nice. Oh. Ich dachte, der geht rein. Dass der Torwart den hatte. Schade, Mann. Der war perfekt eigentlich. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Oh, jetzt sind wir ja so gut dran. Wir haben ein Bestellungsspiel. Jetzt musst du den nur umtanzen. Ja, genau so. Und jetzt? Ja. Umtanzt hast du ihn schon mal. Ja, das war so gut. Umtanzt, ja. Der umtanzt uns. Nein. Nein. Das war abseits. Ja, hab ich gerochen. Ich hab's gerochen, nur gesehen. So machen wir das. Ah, ich hab Spaß. Digga, ich hab nicht gewusst, was ich machen soll. Jetzt ist ein Tor, so safe. Ja, Mann. Yeah! Yes! Da Meins, ist er! Dein unseres. Spieler, David Silva. Ja, klar, wir haben dir das zur Verfügung gestellt, oder? Schönes Tor, gut gemacht. Oh, ja! Jetzt, Jan! Nein, er hat's gerochen! Aber nochmal! Nein! Die Bässe sind so schlecht. Nochmal oben. Ja, genau, das war perfekt. Oh ja! Nein! Scheiße! Wir haben auf jeden Fall alles gegeben. Das war unser erstes Spiel. Ich bedanke mich auch für diese erste Folge. Mir hat's mega viel Spaß gemacht. Ja, überraschend. Also ich muss fand ich auch. Es war sehr überraschend für mich, aber es war überraschend geil. Also vor allem dieser Koop-Modus jetzt, dass man zusammenspielen kann und die Teams sich auch vermischen, aber man quasi einzeln trotzdem für sein Team. Das finde ich auch richtig geil. Also eine Folge werden wir auf jeden Fall noch aufnehmen, jetzt gleich im Anschluss für euch. Und dann könnt ihr uns auch noch Tipps geben, die wir dann eventuell umsetzen, falls euch dieses Projekt gefällt. Ich würde mich mega drüber freuen. Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut, wie gesagt, beim jeweils anderen vorbei. Abonniert und aktiviert natürlich die Glocke. Das muss ich dazu sagen, weil das haben gar nicht so viele bei mir gemacht. Haut rein, bis dahin und ciao. Ciao.